Nachdem wir uns darum jetzt gekümmert haben, gleich weiterreisen. Das ging ja schnell. Wir würden einfach gerne losmarschieren und zwar Richtung Süden. Da unten ist ja schon die Stadt. Und wir marschieren nicht im Dunkeln, weil wir es eh nicht mehr schaffen werden. Gleiche Option wie gestern. Ja, 2 Tanelen, 1 Wirselkraut, 1 Krötenschemel. Schön, schön. Murrim erholt sich auch langsam wieder. Das ist ebenfalls gut. Kopf ist wieder klar. Und 1 Silbertaler Sold. Alle sind soweit wieder fit. Astralenergie ist auch voll. Schöne Sache. Und wir kommen ein wenig spät hier an. Aber gut, können wir uns in der Taverne nochmal umhören. Auch wenn die Leute hier nicht wirklich viel reden wollten. So. Wir würden erstmal gerne an den Tresen. Stimmt, die hatten hier komische Vorschriften, was den Alkohol angeht. Also hätten wir gerne 7 Becher Milch. Und würden gerne mit dir reden. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Wir sind damals hier in die Stadt gekommen mit unseren 4 Helden. Und wurden sofort angeschossen. Wir haben dann versucht herauszufinden, wer das war, haben aber keine wirklichen schlüssigen Anhaltspunkte gefunden. Das Einzige, was wir gesehen haben, ist nachts auf dem Marktplatz irgendwelche Bannstrahler, also radikale Prios-Anhänger, die etwas verbrannt haben. Und auf dem Marktplatz lag überall Asche auf dem Boden. Allgemein haben die Bewohner weder über das Attentat gerne gesprochen, noch über die Bannstrahler. Aber es wurde ein Elf erwähnt, dem früher die Mühle war das, glaube ich, gehörte. Und den sollten wir suchen. Das ist jetzt allerdings schon ein paar Tage her. Und unsere Helden hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich Wichtigeres zu tun. Deswegen sind sie sich nicht mehr sicher, wie der gute Mann denn hieß und wo er zu finden ist. Also hören wir uns einfach nochmal um. War es vielleicht ein gewisser Arterion? Wisst ihr was über Arterion? Gut, dass die Mahlsteine für ihn so nah sind. Hehe. Also es könnte wirklich der Müller gewesen sein. Weißt du etwas über das Attentat? Wisst ihr etwas über den Armbrustbolzen, der aus dem Hinterhalt auf uns abgeschossen wurde? Ich muss wieder. Andere wollen auch unterhalten sein. Hehe. Na gut, er wollte darauf wohl auch nicht eingehen. Dann vielleicht irgendwo anders hin? Nein, es ist keiner mehr da. Das ist impossible. Zahlen wir also 2 Silber für die Milch und gehen wieder. Also Arterion wird dann wohl der Elf gewesen sein. Haben wir auf der Karte da vielleicht irgendwas markiert? Mühle müsste wohl in der Nähe vom Fluss sein. Also das da unten. Schauen wir da mal kurz hin. Ja, das sieht definitiv verbrannt aus. Ihr steht vor der verkohlten Mauer eines abgebrannten Gebäudes. Wollt ihr die Ruine durchsuchen oder nicht riskieren, nachher wie Schornsteinfeger auszusehen? Ja, wir wollen es nicht riskieren, wir haben es schließlich schon einmal gemacht. Gut, dann suchen wir uns erstmal eine Herberge. Und morgen klappern wir die Geschäfte ab. Es gab da ja 1, 2 Leute, die einigermaßen gut mit uns gesprochen haben. Ich glaube, die Kräuterfrau war eine davon. Und passenderweise ist hier gleich eine Herberge. Sehr schön. Wir würden gerne schlafen in Einzelzimmern für eine Nacht. Meditiert werden muss auch nicht. 1 Silbertaler Sold. Und wieder raus. Und wir haben sogar Markttag. Oh, das ist doch praktisch. Also nein, wir haben nicht Markttag, wir haben Preiostag, richtig? Richtig. Aber hier ist ja am Preiostag Markttag. Das heißt, wir gucken, ob wir irgendwas zum Verkaufen haben. Schuhe behalten wir auf jeden Fall. Wir haben nichts zum Verkaufen. Sie hätte was, aber wir nehmen ihr auf keinen Fall die Waffen ab. Das wäre komisch. Haben wir denn noch genug Geld, um einzukaufen? Wir haben 45 Dukaten. Das reicht nicht für einen Schuppenpanzer. Wir sollten aber Murrim Lederzeug kaufen. Und ihr vielleicht auch. Auch wenn wir nicht wissen, wie lange sie bei uns bleibt, aber schaden kann es nicht. Hier war normalerweise immer der Waffenhändler. Drücken wir mal die Daumen. Pfeile.
Wie schaut es mit Pfeilen aus? Oh, da hat sie noch genug. Okay. Pfeile brauchen wir also keine. Lederzeug können wir kaufen. Ja. Kettenzeug haben wir schon. Plattenzeug hat er leider nicht. Dann halt 1, 2, 3, 4 mal Lederzeug. Feilschen tut bitte Gwendolyn. Sehr schön. Und wir sollten auch gleich Gwendolyn nach vorne schicken. Wir sind schließlich nicht mehr in der Wildnis. So. Und kurz gucken. Genau, du hast wieder zu viel Essen. Das geben wir irgendeinem umhersitzenden Bettler. Das passt schon. Wo ist das Lederzeug? Da ist das Lederzeug. Einmal. Zweimal. Und für unsere Söldnerin auch nochmal. Da. Interessant, dass sie sich alle gleich anziehen. So. Und Beinschoner auch noch. Damit ist jetzt schon mal auch ein wenig besser ausgerüstet. Gut, jetzt zur Kräuterfrau. Die war ja recht charmant gewesen das letzte Mal. Und sie ist ja auch immer hier im Vergleich zu den restlichen Marktleuten. Gerlanje. Hallo Gerlanje. Was kannst du uns sagen über Arterium? Der hatte hier eine Mühle. Ja, bis sie neulich abgebrannt ist. Danach ist er weggezogen. Soviel ich gehört habe, hat er die Stadt gen Osten verlassen und lebt jetzt in einem kleinen Wäldchen nahe der Stadt. Das markieren wir doch gleich mal. Was kannst du uns über die Bannenstrahler sagen? Da muss ich passen. Das Attentat vielleicht? Kann ich euch nicht weiterhelfen. Irgendwas über Kräuter in der Gegend? Olgenwurz ist schon eine tolle Pflanze. Man muss sie erst nur einkochen, damit sie wirkt. Okay. Reisen im Allgemeinen? Irgendwelche Hinweise? Nein. Na gut, dann haben wir sie erstmal lang genug gestört. Und verlassen denn mal ebenfalls die Stadt gen Osten und suchen den Elf. Der wird uns bestimmt mehr sagen können. Auch wenn er ein wenig befangen ist. So, Routenplanung. Wir würden gerne Wäldchen im Osten der Stadt, wird wohl das hier sein. Also wir wollen gerne nach Nordosten und dann gucken, ob hier irgendwo eine Kreuzung ist. Das war nicht das Richtige. So, wieder im Ausgangspunkt. Routenplanung. Nordosten. Nein, wir wollen die Planung nicht fortsetzen. Wir wollen hoffen, dass wir gleich hier irgendwo abbiegen können. Okay, Lagerplatz suchen klingt auch nicht schlecht. Vielleicht kommt er ja nachts aus seinem Wald raus. Nö. Ah, ihr habt eine Abzweigung erreicht. Wollt ihr eine neue Richtung auswählen? Ja, wir wollen in den Wald rein. Sehr gut. Der Pfad windet sich weiter und weiter in den Wald hinein. Wäre nicht gelegentlich eine Stelle, an der das Gras nur spärlich wächst, hättet ihr längst das Gefühl, den Weg verloren zu haben. Jetzt aber scheint es soweit zu sein. Ihr steht im Wald und in keiner Richtung außer der, aus der ihr gekommen seid, ist irgendetwas zu erkennen. Wollt ihr dennoch und auf gut Glück weiter stolpern oder umkehren und den richtigen Weg suchen? Wir stolpern mal auf gut Glück ein wenig rum und versuchen uns zu orientieren, wo wir denn hergekommen sind. Das heißt, wenn wir nach einer Stunde oder so keinen Weg gefunden haben, versuchen wir dahin zurückzukehren, wo wir jetzt sind. Obwohl Gerugon meint, dass ihr nicht mehr in der gleichen Richtung marschiert, haltet ihr euch nicht hinter Gwendolyn um... Nochmal. Obwohl Gerugon meint, dass ihr nicht mehr in der gleichen Richtung marschiert, haltet ihr euch dicht hinter Gwendolyn, um euch in diesem Dickicht nicht aus den Augen zu verlieren. Lagerplatz suchen. Und wir sollten nicht mehr Gwendolyn folgen. So. Schlafen und morgen hoffen, dass Myrum den Weg findet. Ihr erreicht eine Lichtung, auf der eine kleine Hütte steht. Das klingt doch schon mal sehr gut. Kaum zu sehen vor dem Hintergrund des dichten Waldes. Weiter kommt ihr jedoch nicht, denn auf der Lichtung steht ein Elf, der den in dieser Gegend so beliebten Langbogen gespannt und auf euch gerichtet hält. Keinen Schritt weiter, oder ich schieße. Wir haben die Wahl zu sagen, wir kommen aus Gashok. Das wird nicht für uns sprechen, denke ich. Wir können sagen, gut Freund.
Oder wir können sagen, wir sind hier, um euch zu rächen, Freund Arterion. Die untere Antwort wäre wahrscheinlich das, was wir am ehesten benutzen sollten. Das kommt bei ihm bestimmt gut an. So viel Unrecht, wie ihm getan wurde. Aber so aggressiv sind wir eigentlich nicht. Wir wissen ja nicht genau, was dahinter steckt. Also sagen wir einfach mal, gut Freund. Ich habe keine Freunde, nur Feinde. Nicht alle sind so wie die Leute in Gashok. Niemand kann ermessen, was es heißt, wenn mitten in der Nacht das eigene Haus brennt und vor der Tür stehen ein Dutzend braun vermummter Gestalten und wenn man versucht hinauszugehen, treiben sie einen wieder hinein, mitten in die Flammen. Überall haben welche gestanden, vorne und hinten. Und als ich versucht habe, trotz der Stöcke und Steine, die sie geworfen haben, an ihnen vorbeizukommen, haben sie Schwerter gezogen und sind auf mich losgegangen. Die wollten mich umbringen. Nicht einfach vertreiben oder etwas. Umbringen wollten sie mich. In den reinigenden Flammen wollten sie meine Seele läutern, damit wenigstens einmal ein Elf in Borons Hallen käme, statt in den Limbus. Und eine Brut des Namenlosen seien wir. Jahrelang habe ich geschuftet wie ein Tier. Sogar das Zaubern habe ich mir abgewöhnt, um sie nicht zu verschrecken. Aber da habe ich. So sehr, dass sie mir selber wehgetan hat. Aber nicht so sehr wie ihrem Anführer. Dann gelang es mir, mich durch einen Zauber in einen Adler zu verwandeln und wegzufliegen. Und wenn ich einen von denen hier sehen sollte, dann bringe ich ihn um. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Die einzige aus der Stadt, die nicht so war, war die Kräuterfrau auf dem Markt. Ja, die war ja auch zu uns recht entgegenkommt. Wahrscheinlich, weil sie selber Angst vor denen hätte. Eine Hexe sei sie. Das könnte sogar stimmen. Jedenfalls kennt sie fast alle Bewohner der Stadt. Das ganze Gehetze hat angefangen, als zwei Leute nach Gashok gezogen sind. Einer von denen muss ihr Anführer gewesen sein. Und wenn ihr mir helfen wollt, dann verschwindet von hier und tötet diesen Kerl, damit alle Völker wieder friedlich in Gashok leben können. Erschöpft hält er inne. Dann blickt er euch an, als käme er von einem weit entfernten Ort zurück und das Grauen in sein Gesicht lässt euch den Atem anhalten. Plötzlich dreht er sich um und verschwindet im Wald. Nach kurzer Zeit ist nichts weiter zu hören als das Singen der Vögel. Das war eine sehr schöne Passage. Also es war nicht schön, was passiert ist, aber es war schön umschrieben. Also wir sollen jetzt nach Gashok zurückkehren und den Anführer finden. Zwei Leute sind vor kurzem in das Dorf gezogen. Da sollten wir also nachhaken. Und am besten wieder bei der Kräuterfrau. Vielleicht kann sie uns jetzt ja was Genaueres sagen. Also Routenplanung. Zurück nach Südosten und dann nach Südwesten. So, da werden wir erst morgen ankommen, aber das ist soweit auch okay. Wir marschieren noch ein kleines Stückchen weiter, damit wir nicht zu spät morgen ankommen. Die Kräuterfrau soll ja noch aufhaben. So. Schlafen, ja. Ein Dornstängel, 4 Einbeeren, schöne Sache. Und ein Silbertaler Sold. Von hier draußen aus gesehen, sieht dieses kleine Städtchen Gashok richtig romantisch aus. Aber was von diesem Eindruck zu halten ist? Naja. Wir wollen die Stadt betreten. Und wie spät haben wir es? Wir haben 16 Uhr. Also haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Dann gehen wir doch mal... Süd müsste der Marktplatz doch gewesen sein. Sind wir schon vorbei? Ein Sack in Maraskanas umgefallen. Jo, hier ist der Marktplatz. Und da ist die Kräuterfrau. Speichern wir mal kurz ab. Neu. Ja, wirklich. LP 064. Und wir sehen uns gleich wieder.